Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Mai in 2022 für den Aszendenten Krebs. Bevor wir loslegen, wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir berechnen kannst. Des Weiteren haben wir eine Aktion im April mit 10% Rabatt für das vedische Horoskop der Zeitqualität für die nächsten 5 Jahre. Und dort erfährst du, welche Lebensbereiche, welche Themen in den nächsten Jahren bei dir im Vordergrund stehen und vor allen Dingen auch in welcher Qualität, sprich ob du dort Rückenwind hast oder ob mit Gegenwind zu rechnen ist. Und dann kannst du deine Pläne und deine Ziele auch viel besser an deine Zeitqualität anpassen. Auch dazu gibt es unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung einen Link, wo du mehr darüber erfahren kannst. Gut, dann lass uns loslegen. Wir starten mit den Mondknoten Rahu und Ketu, die dich eine ganze Weile noch im 5. und im 11. Haus begleiten werden. Und mit dem Ketu im 5. Haus geht es darum, dass du dich auch intensiver deinen Talenten widmest, dass du diese aber nicht nur für dich selbst behältst, sondern dass du, und das zeigt der Rahu im 11. Haus an, dass du damit nach außen gehst, dass du dich damit zeigst unter Gleichgesinnten, in Gruppen, in Vereinen, je nachdem, was für dich passend ist. Aber behalte deine Talente nicht für dich, sondern geh nach außen, zeig dich, damit du auch Anerkennung für sie bekommen kannst. Wir haben den Saturn im 8. Haus. Der Saturn im 8. Haus kann bedeuten, dass du vom Thema Gesundheit her mit chronischen Leiden ein Stück weit zu kämpfen hast. Und da macht es natürlich Sinn, sich auch damit auseinanderzusetzen, um mit der Zeit Lösungen zu finden für diese Themen. Das 8. Haus steht aber auch für deine Schwächen. Und der Saturn kann dir helfen, dass du deine Schwächen zum einen anschaust und vor allen Dingen auch die Schwächen, die dir Probleme bereiten, wo du mehr, ja, ich sag mal, vielleicht ein Stück weit darunter auch noch leidest in deinem Leben, dass du da für dich Lösungen suchst, um dann Schritte zu unternehmen, danach und nach herauszukommen. Das 8. Haus steht auch für Süchte. Also wenn auch Süchte noch in der einen oder anderen Art ein Thema bei dir sind, dann setz dich jetzt damit auseinander und löse dich idealerweise davon. Der Saturn regiert bei dir über das 7. Haus. Das ist das Haus der Partnerschaft. Wenn du in einer Beziehung bist, dann können sich auch hier Schwächen auftun, wiederum mit dem Ziel, in eine Lösung zu gehen. Wenn du nicht in einer Partnerschaft bist und wir haben den Saturn im Haus der Krise, ist es auch nicht unbedingt so eine gute Phase, um jetzt, ja, jemanden kennenlernen zu können. Der Jupiter ist die ersten 10 Tage im Mai im 9. Haus. Das ist eine sehr, sehr gute Hausposition für ihn. Du bist mehr im Glauben, du bist im Vertrauen, du kannst deinen Idealen und Werten folgen. Du kannst dich viel mit Glaubensthemen auseinandersetzen. Lehrer diesbezüglich können eine wichtige Rolle spielen oder du selbst widmest dich dem Studium von Weisheitslehren. Du kannst auch, wenn du in einer Ehe bist oder festen Partnerschaft, eine bessere Zeit erleben. Das ist dann sozusagen der Ausgleich für den Saturn im 8. Haus. Und es ist eine gute Zeit im Allgemeinen, wie ich schon sagte, zum Thema Glaube. Und wenn du einen für dich passenden Glauben hast, dann stehst du auch ganz anders im Leben, dann kannst du auch mit Schwächen oder anderweitigen Umbrüchen ganz, ganz anders umgehen. Am 11. Mai wechselt der Jupiter ins 10. Haus. Jetzt geht es darum, zum Thema Beruf zu expandieren, zu wachsen, dich weiterzuentwickeln, dort höhere Ziele anzustreben, vielleicht auch eine höhere Ausbildung. Oder wenn du finanzielle Ziele hast in Verbindung mit deiner Tätigkeit, dann ist das jetzt auch die Zeit, um diese ja aktiv anzugehen.
Und vor allen Dingen zeigt der Jupiter auch an, dass du etwas tun möchtest, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, worin du einen Sinn erkennen kannst, wo du deine Werte ausdrücken kannst. Du kannst auch, wenn du eine Frau bist und einen Partner hast, dann von deinem Partner Unterstützung bekommen zum Thema Beruf. Wenn du nicht mehr beruflich tätig bist, dann kann der Jupiter im 10. Haus auch wohltätige Unternehmungen anzeigen. Also wenn du dich inspiriert fühlst, wohltätigen Zwecken nachzugehen, dann ist auch das eine sehr, sehr gute Zeit dafür. Wir haben den Mars im 9. Haus und zwar bis zum 24. Mai. Wenn du fest vergeben bist oder in einer Ehe, kann es hier auch gewisse Auseinandersetzungen geben, gewisse Konflikte. Der Mars steht aber auch für dein Zuhause oder für Immobilien. Und auch da kannst du Inspirationen haben in Verbindung mit Immobilien oder mit deinem Zuhause. Du investierst Energie in Glaubensthemen. Du versuchst die Wahrheit zu finden durch Glaubensthemen. Das kann eine Religion sein, mit der du dich intensiver auseinandersetzt, eine bestimmte Philosophie, wo du dich halt besser darin finden kannst. Und am 25. Mai geht der Mars dann ins 10. Haus. Das ist die beste Hausposition für ihn. Er steht im eigenen Zeichen Widder. Er wird dadurch sehr, sehr stark. Und das heißt, du hast viel Energie, die du in deine Karriere, in deinen beruflichen Weg investieren kannst. Du kannst deine Ziele dort sehr gut verfolgen, du bist sehr diszipliniert, du bist mutig, du brauchst gewisse Herausforderungen im Beruf. Der Mars regiert bei dir über das 5. Haus, das sind deine Talente, die möchtest du jetzt wirklich zum Erblühen bringen durch deine Tätigkeit. Gut, dann haben wir die Venus. Die Venus ist die ersten 2 Tage noch im Zeichen Fische. Das lässt sich jetzt hier grafisch gar nicht darstellen. Dann ist sie die meiste Zeit im Zeichen Widder und damit im 10. Haus. Und dort ist sie vom 3. Mai bis zum 28. Mai. Und das bedeutet, du hast mehr Freude an deinem Tun, du hast mehr Freude in deinem Beruf. Und du liebst das, was du machst. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, denn was ist letztlich der Garant für Wohlbefinden? Freude. Freude und Liebe und Hingabe. Also du kannst mehr Hingabe für deine Tätigkeit haben. Du kannst auch einem Fürsorgeberuf nachgehen. Die Venus steht für alle Fürsorgeberufe oder aber auch einer lehrenden oder beratenden Tätigkeit. Die Venus regiert bei dir über das 4. Haus, das ist das Zuhause. Und das bedeutet, dass du jetzt auch verstärkt von zu Hause aus arbeiten kannst. Die letzten 3 Tage ist die Venus dann im 11. Haus, doch wie gesagt, den größten Einfluss hat sie im Mai auf das 10. Haus. Wir haben den Merkur. Der Merkur ist bis zum 23. Mai im 12. Haus. Dort steht er im eigenen Zeichen Zwillinge. Der Merkur möchte immer etwas lernen, möchte sich austauschen, möchte kommunizieren, möchte Informationen haben, möchte sich Wissen aneignen. Jetzt in Verbindung mit den Bereichen des 12. Hauses. Dort geht es um Meditation, um Spiritualität, aber auch um das Alter, also die Rente, das Leben im Alter. Auch das muss geplant werden, auch das muss gemanagt werden. Und auf diese Art und Weise kannst du den Merkur nutzen. Der Merkur steht auch für Freunde. Und das bedeutet, vor allen Dingen tun dir jetzt spirituelle Freunde sehr gut oder Freunde, mit denen du die gleichen Interessen teilst, über, ja, wo du dich über die gleichen Themen, mit ihnen austauschen kannst oder eben auch über spirituelle Themen. Der Merkur wird rückläufig am 11. Mai. Die Empfehlung lautet dort,
nicht zu reisen. Also wenn du reisen möchtest, dann vor dem 11. Mai. Und am 24. Mai geht der Merkur dann zurück ins Zeichen Stier, befindet sich im 11. Haus. Das ist jetzt eine Zeit, wo du dich noch intensiver mit Gleichgesinnten, mit Gruppen umgeben kannst, um dich auszutauschen oder um mit ihnen gemeinsam etwas zu unternehmen, gemeinsam etwas zu planen. Das 11. Haus steht aber auch für Titel und Abschlüsse. Du kannst jetzt Titel erwerben, du kannst Abschlüsse erwerben oder du kannst auch eine neue Weiterbildung oder Ausbildung starten. Du kannst dir neue Fertigkeiten aneignen oder bestehende Talente weiter ausbauen. Wenn du noch nicht selbstständig bist und du hast den Merkur als Planeten der Selbstständigkeit im Haus der größten Wünsche, dann kannst du dich auch damit intensiver beschäftigen, um eventuell diesen Weg einzuschlagen. Zum Schluss haben wir noch die Sonne. Die Sonne ist die ersten zwei Drittel im 11. Haus. Die Sonne steht für deine Karriere, für deinen Beruf, für dein Ansehen, für deinen Status. Und so kannst du dir jetzt Ziele verwirklichen, die damit in Verbindung stehen. Du kannst vielleicht auch mehr, ja, Wertschätzung in der Gesellschaft haben wollen durch dein Tun. Du strebst konkret mehr Ansehen an, ja, Ansehen durch die Gesellschaft. Du kannst auch Inspirationen haben in Verbindung mit wichtigen Vorhaben oder auch in Verbindung mit wichtigen beruflichen Vorhaben, die sich auch auf die Einnahmen auswirken. Oder du hast sogar vor, selbst mehr eine Art Führungspersönlichkeit zu werden, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen. Im letzten Drittel im Mai haben wir die Sonne im 12. Haus. Das ist das Haus des Rückzugs, eine gute Zeit, um Urlaub zu machen. Das ist das Haus, wo es jetzt ein Stück weit an Vitalität mangeln kann. Und auch das kann dazu führen, dass du dich mehr zurückziehen möchtest, dass du eine gewisse Auszeit brauchst. Es kann aber auch bedeuten, dass du beruflich etwas loslässt. Es kann auch einen Teil Bereich anzeigen, von dem du dich einfach beruflich löst. Und die Sonne steht immer für Inspirationen und das 12. Haus steht für deine spirituelle Entwicklung. Und so kannst du Inspirationen haben, wie du dich spirituell entwickeln kannst. Ja, die Sonne regiert bei dir ebenfalls über das 2. Haus. Das ist das Haus der Einnahmen. Und wenn sie im letzten Drittel im Mai im Haus der Ausgaben platziert ist, dann können auf dich verstärkt Ausgaben oder Kosten zukommen. Und deswegen achte auf dein Ausgabenmanagement, dass du dir auch wirklich nur das gönnst, was du dir leisten kannst, um nicht über deine eigenen Möglichkeiten unbedingt, wenn es nicht sein muss, hinauszugehen. Gut, damit möchte ich es jetzt belassen in diesem Monat. Noch einmal der Tipp oder die Information, dass du jetzt dein vedisches Horoskop der Zeitqualität für die nächsten 5 Jahre mit 10% Rabatt erwerben kannst. Und diese Aktion läuft nur noch im April 2022. Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald oder bis zum nächsten Monat.